checking in now, we love those. There's something about the shows, make them take off their clothes like. Look at those. Hey Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skywars hier auf dem Mondopia Server. Und ja, heute gibt's einfach mal zwei Runden Uncut. Und ja, erstmal werde ich in dem Video vieles sagen, weil sich vieles in Skywars geändert hat. Jetzt ist Skywars zum Beispiel in der 1.85 nur erreichbar und 1.86 und sowas. Ja, das heißt, ich kann kein Optifine benutzen und ich mag die 1.8 sowieso nicht. Deswegen wird jetzt, habe ich auch keinen Bock, jetzt mehr Runden hier zu spielen, weil ich 1.8 echt gar nicht leiden kann. Deswegen kommen heute, glaube ich, nur dann zwei Runden wahrscheinlich. Es gibt zwar eine Neuerung, die mir echt sehr gefällt, dass man zum Beispiel jetzt, ich glaube, als VIP und als mit dem YouTube-Rang kann man jetzt sich einfach die Map aussuchen, auf der man als nächstes spielen will. Das ist eine echt coole Neuerung, ansonsten gefällt es mir gar nicht, dass es 1.8 ist. Wissen ja viele, dass ich 1.7 viel mehr mag. Ja, ich kann der 1.8 echt nicht so gut PvP, ich finde die 1.7 da viel besser. Aber egal, müssen wir uns abfinden. Eines Tages gibt es ja eh bald die 1.9. Jetzt irgendwann, keine Ahnung, weiß nicht genau, wann es die gibt, aber dann werde ich wahrscheinlich eh in der Version spielen. Und bis dahin weiß ich ehrlich noch gar nicht, ob ich wirklich so viel auf Mondopia spielen werde bis dahin. Weil, ja, ich weiß nicht, ich kann die 1.8 echt nicht wirklich leiden, deswegen keine Ahnung, ob ich überhaupt noch Mondopia erstmal spielen werde. Aber werde ich schon sehen. Ich denke vielleicht schon, vielleicht kann ich mich noch ein bisschen an die 1.8 gewöhnen. Aber ich finde die, ich weiß nicht, es gibt noch nicht mal Optifine für die 1.85, auf der Version kann man nur spielen. Ja, Junge, da stimme ich dir zu, Place on Drugs. 1.8 gefällt mir echt gar nicht, okay. So, da ist auch schon der erste Gegner. Lohnt es sich, Regeneration zu trinken? Nee, der kann auch gar nichts. Okay, der hat, glaube ich, noch nicht mal geschafft, ein bisschen die Kisten zu looten. Nee, scheint mir nicht so ganz der Fall gewesen zu sein. Okay, so. So. Och, was mache ich denn hier? Ja, ist auch meine erste Runde heute, also sorry dafür auch mal. So, okay. Ja, jetzt esse ich erstmal gleich auch ein Gold ab und denk mal. Ja, ich keine Ahnung, ist niemand zu mir Junge. Okay, der hat keine Stärke drin, der macht richtig wenig Schaden. Okay, Block hinten geht ja sowieso nicht richtig. Oh lol. Das war ein bisschen unverdient vielleicht, das war auch. Ja gut, ich weiß nicht, ich habe keinen Fehler gemacht an sich. Außer dass ich den Typen erst zu spät bemerkt habe, aber an sich, ihr habt gesehen, er hat keinen Stärke-Kit gehabt. Jetzt sieht man auch wieder, wie dumm es ist, wenn man keinen Stärke-Kit nimmt. Stärke-Kit ist echt das Kit, was man hier auf jeden Fall nehmen sollte. Ich empfehle euch auf jeden Fall das Stärke-Kit. Keine Ahnung, warum der Typ mir zu wenig Schaden gemacht hat. Ich glaube nicht, dass es so ein schlechter Spieler war. Was auch ganz lustig ist eigentlich, dass am Rand rechts jetzt steht, wer lebt und so. Ich stand vorher auch, aber jetzt, ich weiß gar nicht, vorher stand. Jetzt erkennt man das besser mit den Farben. Und 20, was auch ganz cool ist, sehe ich gerade. Es gibt echt ein paar Sachen, die ganz cool sind. Man sieht jetzt halt, dass ich schon 20 Punkte gemacht habe in der Runde. Natürlich würde da stehen, wie viele Kills man gemacht hat, wäre vielleicht noch ganz besser, weil als VIP kriegt man ja mehr Punkte als wie ein normaler Spieler. Deswegen wäre es vielleicht ganz cool, wenn da die Killzahl steht. Okay, Junge, ich werde auf jeden Fall Wasser einmal hinsetzen, falls ihr mich runterschubst. Ja, ich sollte was essen. Ja, ich würde es so viel besser finden, wenn es wieder 1.7 ist. Oh nice, da haben wir ihn. Ich finde mich einfach selbst total schlecht in der 1.8. Sorry, da kann ich euch erstmal auf jeden Fall keine so super skilligen Skywars Gameplay, also Skywars Runden wahrscheinlich zeigen, weil ich einfach in der 1.8 nicht mehr so gut bin wie in der 1.7. So, weiter geht's natürlich jetzt. Den holen wir uns da vorne nach. Locker. Ah, der ist da oben irgendwo. Müssen wir gucken, wie wir den am besten töten können. Ah ja, wir können so machen. Ah, ging leider nicht ganz dadurch. Guten Tag. Ja, der wird zwei Herzen haben. Lol, das lag. Okay, wir gehen einfach mal in die nächste Runde rein. Hat ein bisschen geleckt. Wir können auch jetzt eine Map aussuchen. Ich habe keine Ahnung. Playmap. Ah ja, SW Playmap. Playmap. Rush. Jetzt spielen wir eine Runde auf Rush. Ja, da konnte ich schon gleich die Neuerung zeigen. Rush ist eine Map, die auch total. Lol, welche Map ist das? Ach ja, Rush. Hier empfehle ich euch das Pussy vs. King Kit. Okay, 15 Sekunden, Leute. Ja, mal gucken, ob wir auf der Map. Hier sollte man sich sofort seinen Trank nehmen und dann sofort ein Schwert und dann fighten gehen. Das alles ist keine gute Idee hier zu machen. Wahrscheinlich hat man nicht mal genug Zeit, den Trank zu werfen, aber das. Okay, nice. Und los geht's. Den ersten haben wir. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal kurz Mitte, um ein bisschen Rüstung und so auch aufzuheben. Oh, der eine hat ja echt viel Rüstung. Ne, wir gehen weiter kämpfen. Ja, den haben wir auch. Und wer lebt noch? Niemand. GG, da haben wir wieder eine Runde gewonnen. Und ja,
noch eine Runde spielen wir. Sehr sind echt zu kurz, 5 Minuten. Okay, auf der Map mal gucken. Wundert mich, dass ich so viele Runden gerade gewinne. Ich hätte eigentlich nicht eine 1-8 erwartet, aber... Ja, vielleicht spiele ich auch mehr 1-8, aber da müsste ich mich an 1-8 gewöhnen und ich finde... Ich weiß nicht, ich kann euch noch nichts sagen, nichts versprechen, aber an sich würde ich schon gerne weiter hier Skywars spielen normal. Ach, Leute, müsst ihr einfach lieben. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall das mit denen am Rand, dass da die Zahl steht, wie viele Punkte, gefällt mir echt gut, dass man sich eine Map aussuchen kann. In den Videos auch recht gut. Da können wir eher so manchmal so die größte 26er-Map öfters spielen in der Folge. Und so richtig cool eigentlich. Jetzt momentan eh so wenig Leute an. Und dass es sich nicht lohnen würde. Okay. Ja, keine Ahnung. Vielleicht haue ich jetzt auch ein bisschen Speed rein, weil ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis ich mich jetzt beim nächsten hingebaut habe und so. Ich habe auch nicht so viele Blöcke. Mal gucken. So, ich spiele außerdem mit dem Dojo-Pack von Schmocki. Also könnt ihr gerne bei Schmockis Kanal vorbeischauen und es euch auch downloaden. Ist auf jeden Fall ein cooles Pack. Das benutze ich eigentlich immer, wenn ich mal ein bisschen supe oder sowas. Ja. So, Blöcke haben wir genug, damit kommen wir auf jeden Fall rüber. Vergiftungstrank haben wir auch. Ja, können wir auf jeden Fall. Oh, der hat einen Dena-Skin, das heißt, er kann wahrscheinlich fast gar kein Minecraft. Mal gucken. Mal gucken, wie gut der im PvP ist. Wenn der mich killt, das wäre mir total peinlich. Och Junge, bau dich nicht hoch. Ja, da haben wir ihn. Er macht einen Abgang. Okay, leider ist er runtergefallen, deswegen konnten wir seine Blöcke nicht nehmen. Leute, wir hatten Stärke vergessen zu trinken. Egal, das wäre auch dumm, hätte ich jetzt schon so früh Stärke getrunken. Junge, heul nicht rum. Ich soll ihn in Ruhe lassen? Ich gehe einfach rauf. Ja, Freundchen. Ja, da haben wir ihn. Okay, nice. Okay, ein Steinschwert, Eisenschwert. Ja, mir gefällt das Pack auch echt gut. Könnt ihr euch gerne downloaden bei Schmocki vorbeischauen. So, dann craften wir uns jetzt auf jeden Fall ein Dia-Schwert. Haben auch ein Dia-Buspanzer, was auch praktisch werden kann. Okay, ich habe gar keine Ahnung, wo der andere noch hin ist. Da hinten ist jemand. Leute, da können wir gleich hingehen. Okay, dann holen wir uns den Typen erstmal. Haben wir einen Bogen? Ja, haben wir hier. Der Bogen sieht auch echt krass aus. Krasser Bogen auf jeden Fall. Können wir mal den Typen abschießen. Ihr seht schon so ein bisschen Ninja-Style. Da haben wir ihn erschossen. Läuft auf jeden Fall. Okay, jetzt zum nächsten. Da können wir einfach den Weg ein bisschen folgen. Swarming a Snowball. Achso, ich habe Snowing. Ich dachte schon, da steht, ich habe einen Schneeball geworfen. Ich bin ein bisschen gewundert. Hä? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, sind ein paar neue... Steht da jetzt, womit man jemanden gekillt hat? Nee, keine Ahnung, was da los ist. Okay, auf jeden Fall gehen wir jetzt den Typen da hinten holen. Vorher trinken wir... Weiß gar nicht, wir können ein bisschen Pot spammen. So, jetzt sind wir bereit zum Kämpfen. Kein Pfeil mehr. Okay, Gold dafür rein. Ich kann auch nicht ran, weil ich keinen Optifine habe für die Version. Okay, und los, rauf geht's. Keine Gnade. Zum Glück haben wir auch einen Wassereimer. Ich lasse erst ein bisschen Wasser runter. Ich würde jetzt ungern verlieren. Wäre auf jeden Fall nicht so schön, wenn ich jetzt runterfalle oder so. Wäre mir total peinlich. Okay, so. Okay. Ich weiß ja nicht, was mit dem los ist, warum er nicht herkommt oder so. Ja, Manuel. Was tust du? Er hat Stärke. Auch noch stärker, aber. Ist trotzdem, ich werde von oben mich raufbauen. Wenn er sich hochbaut, kann ich ihn auch ganz leicht mit meinen ganzen Pots runterspammen. Natürlich bekomme ich jetzt Fallschaden, ich habe aber auch extra Herzen. GG, das war's dann mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ja, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, ciao. Ich hoffe, wir schaffen 60 Likes wieder. Aber dürfte klappen eigentlich. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.